Hallo Freunde, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Kernes Überleben. Und heute bin ich wieder mal in meinem Übungsmap in den Schlafzimmer. Bevor wir zu den Hauptsache kommen, zu der wichtigsten Sachen, will ich noch ein bisschen angeben und guck mal mein Wohnzimmer mal an. Ja, kleine Fernseher dahin, dann hier so Musikboxen, hier mein schöner Bodenbeleg und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht diese Folge angefangen, um euch mein schönes Wohnzimmer zu zeigen, überhaupt mein Haus, sondern es geht darum, ich will euch heute ein kleines Geheimnis anvertrauen, beziehungsweise ich will euch mal zeigen, was beim nächsten rauskommt, nachdem wir die Mauer zu Ende gebaut haben. Und zwar, es geht darum, in diesem Projekt habe ich mir ehrlich gesagt sehr lange überlegt, ob ich euch das zeige oder in Begriff Top Secret es bringe. Und ja, bis wir das halt gebaut hätten, hätte ich euch das nicht gezeigt. Aber ich habe mir dann überlegt, Leute sollen es sehen, was wir dann bauen werden. Und ja, heutige Folge geht es darum, um Sport in Minecraft. Ja, ja, Sport insgesamt. Manche sagen von euch, ja, das geht doch gar nicht. In Minecraft kann man keinen Sport treiben. Treiben nicht, aber ich habe da etwas für euch vorbereitet. Hier, das war vor Weihnachten, das habe ich mal gebaut. Eine weihnachtliche Stimmung hier zu zaubern. Dann hier ist noch nicht fertig. Das wird auch eine von den Projekten sein. Aber ich bin mir da nicht sicher, was da sein soll. Entweder wird das so eine Art zum Vergnügen, wenn wir einen Monster-Spawner finden, dann baue ich das rundherum solche Türme und dann werden wir die Monster mal jagen von solche kleinen Holztürmen da oben. Oder wird das so sein, das hier wird dann an unseren Türmen gebaut, näher des Türme und dann beziehungsweise näher des Wände und dann werde ich da meine Waffen lagern, Waffen, Rüstungen und so weiter. Aber jetzt gehen wir zu dem Sport. Ich bin schon wieder abgewichen. Jetzt kommen wir zu den Sportsachen, was ich für euch vorbereitet habe. Und Freunde, ich habe versucht, so nah, so perfekt wie möglich an das Original zu bauen. Ihr seht schon, es gibt hier ein paar Sachen. Ich werde einzeln euch zeigen. Hier ist mein Sportplatz und zwar Fußball. Ja, ich stehe nicht so selbst auf Fußball, gucke ich nie an. Aber ich habe mir gedacht, so ein Fußballplatz wäre doch schön in Minecraft, wenn wir dann das mal bauen. Ja, also wie gesagt, ich habe das versucht, ein Original zu bauen. Also ich habe dann im Internet so Fußballplatz gesucht und dann an den Original versucht, das alles zu bauen. Wie ihr wisst, kann man hier keine runden Teile bauen. Also mit ein bisschen Fantasie kann man das erkennen, dass das hier normalerweise das Halbrund sein soll. Aber ja, und hier den Kreis. Aber ja, kann man halt nicht. Aber sie sieht trotzdem schön aus, finde ich, und sehr nah an Original, wie gesagt. Dann als nächstes habe ich für euch das hier, das Tennisplatz. Auch an Original, so nah wie möglich an Original gebaut. Auch Platz gesucht und dann das alles hier in Minecraft nachgebaut. Dann hier habe ich einen Beachvolleyball und zwar hier seht ihr das Sand, hier der Netz, Volleyballnetz und ja, auch so nah wie möglich an den Original. Dann hier, das ist
So Boxring, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe versucht, einen Boxring herzustellen oder beziehungsweise einen Wrestlingring. Hier, ob man das erkennen kann, dass das Boxring ist, weiß ich nicht. Dann hier so ein Bart mit Sprungtürmen, also von 1 bis ganz nach oben. Ich bin gerade auf dem 2. Arschbombe. Jawohl. Ja, mit dem man auch ganz höhere tun. Kamikaze. Dann gehen wir weiterhin. Natürlich war das nicht alles. Das wäre dann nicht viel zu einfach. Ich habe mir eine der schwierigsten Projekte gewählt. Und zwar, ich habe versucht, etwas so nah wie möglich zu bauen. Das ist Eishockey. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So, hier ist das Eis und dann die ganzen Sachen zum Eishockey, hier die runden Teilen, die da am Eis eingezeichnet sind, und dann hier der restlichen halt Sachen halt. Eishockey so bietet, beziehungsweise ein Eishockeyplatz. Ja, Freunde, jetzt, ja, die Tore. Jetzt eine Frage an euch, Freunde. Und zwar, ich überlege mir, ich kann immer noch nicht entscheiden, ob einer von diesen Sportarten, ja, zum Beispiel Tennisplatz oder Fußballplatz oder Beachvolleyball, ob einer davon, wenn ihr wählt, dann bauen wir in den Sektor 2, also da, wo unsere Mauer ist. Oder ich bitte euch auch an, dass wir alle bauen. Vielleicht auch noch, ich probiere mal aus, vielleicht kommt noch das Basketball noch dazu. Ob wir die alle bauen, aber die kriegen dann jeder einzelne eigene Halle. Das ist Fußballhalle, das Tennishalle, Boxhalle, Beachvolleyball und so weiter. Kriegen dann so Sesseln und so weiter. Also wir bauen so eine richtige Arena, so mit dem Feld drin. Also Fußballarena, Tennisarena und so weiter. Ihr wählt und ich werde dann an euch mich dann, wenn, beziehungsweise ich werde dann so bauen, wie ihr gewählt habt. Ich lese dann in Kommentaren hier unter diesem Video, wie immer, Kommentar. Es muss aber stehen, ja, das und das und dann, wo es gebaut sein wird. Also zum Beispiel, ihr wählt ja Fußballfeld in Sektor 2. Oder ihr wählt, ihr sagt, nee, also Fußball in Fußballarena. Und oder alle zum Beispiel, wir wollen alles bauen und dann auch in Arena natürlich. Also wenn ihr alle wählt, dann wird automatisch so, dass wir dann auch dazu eine Arena bauen. Mit Sesseln und so weiter, wie es halt sein soll. Ich habe euch einfach nur das als wollte ich euch zeigen, weil ich will dann, dass ihr das circa seht, wie das halt alles aussehen wird. Fußball zum Beispiel, Fußballplatz wird dann eine Arena bekommen, wo halt Sesseln drauf sind und so weiter. Und ich habe mir noch überlegt, solche Golems hier rumlaufen lassen. Also ich hier so nach der Arena so alles zumachen und dann hier ein paar Golems rumlaufen lassen, und damit sie so aussehen, dass sie ja hier, dass die dann Fußball spielen oder so.
das Gleiche zum Beispiel mit dem Tennis so alles zumachen, damit die nicht rauskommen. So mit Glas oder so. Und dann hier ein paar Golems rumlaufen lassen und so weiter. Damit es halt, wir beleben halt das Minecraft, also damit es nicht nur um Bauen geht, sondern damit es lebt. Ja, also alles, was wir bauen, soll leben. Ja, zum Beispiel Fußball, wie gesagt, zum Beispiel Fußball, dann laufen hier Golems. Und es wird, wenn ihr dann wählt, ja, die Arena, dann laufen halt Golems rum und ich gehe ab und zu mal hin und ja, so Fußball zu schauen oder so. Oder ja, ein bisschen Fantasie muss man schon haben. Ja, Freunde, so viel von dieser Folge. Wie gesagt, es liegt an euch. Ihr wählt, was wir bauen und wie es wir bauen. Wenn ihr zum Beispiel wählt, ja, Tennisplatz, ja, und ihr sagt, nee, wir wollen den Tennisplatz einzeln, also alleine, den Tennisplatz in Sektor 2. Dann habe ich schon einen Platz. Ich guck, ob da alles klappt mit dem Platz. Und wir bauen hinter dieser Mauer, also nicht hinter dieser Mauer, in dieser Mauer und dann die Mauer außenrum, bauen wir dann diesen Tennisplatz. Ja, aber ich muss sagen, dazu noch eins und zwar, es wird einfach nur zum Verschönerung da sein. Also es wird dann nicht Golems rumlaufen oder so, sondern einfach nur um schön auszusehen. Oder wir bauen, sagen wir, ein anderes Haus, so was weiß ich, eine Villa, und wir bauen in den Villa alle halt Sportplätze. So, ihr wählt, ihr schreibt, ihr kommentiert, ich baue. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.